22.000 Zuschauer waren in das Ulrich-Haberland-Stadion gekommen, um die Wende der Leverkusener gegen den Tabellenletzten, den VfL Bochum, mitzuerleben. 0:6 Punkte in der Rückrunde, heute sollte alles anders werden. Aber in der 8. Minute die kalte Dusche. Kai Michalke mit dem 1:0 für die Gäste, sein erstes Tor. Er vertrat Wohlfahrt und Baluschinski hervorragend. Leverkusen total verunsichert, Freistoß, Schuster, Sergio verlängert. Kirsten bringt den Ball zwar über die Linie, aber mit der Hand, eine Reflexbewegung, so Ulf Kirsten nach dem Spiel. Er war bereits verwarnt, gelb-rot für den Stürmer Mitte des ersten Durchgangs. Bochum im Aufwind mit neuem Selbstvertrauen. VfL-Kapitän Uwe Wegmann zog die Fäden im Mittelfeld mit einem Schlenzer zum 2:0 nach einer halben Stunde. Bei den Gastgebern erreichte heute außer Rudi Völler und Rüdiger Vollborn keiner Normalform. Und der musste in der 40. Minute erneut hinter sich greifen. Wosch, Wörns fälscht ab, 0:3. Und es sollte für Dragoslav Stepanovic und seine Mannschaft noch schlimmer kommen. Der Bochumer Torschütze war auch maßgeblich an der nächsten Aktion beteiligt. Schuster gegen Wosch, der Leverkusener Kapitän, entlädt seinen Frust in einem kurzen Augenblick. Schuster verneinte die Frage nach einer Tätlichkeit. Schiedsrichter Schmidt zeigte ihm dennoch die rote Karte. Nach der Pause war die Luft dann völlig raus. Bochum brachte den Vorsprung über die Zeit. Leverkusen mit 8 Feldspielern kam lediglich zu einer Ergebniskorrektur. Heiko Scholz 3 Minuten vor dem Abpfiff zum Endstand. Leverkusen-Bochum 1:3.